Wir lesen dann aus dem Heidelberger Katechismus über diese letzten Worte aus dem Vater Unser, Frage 128 und 129, und das ist auf Seite 1660. Die letzten Fragen aus dem Heidelberger Katechismus. Da wird gefragt: Wie beschließt du dieses Gebet? Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Damit beten wir, dies alles erbitten wir darum von dir, weil du als unser König und alle Dinge mächtig uns alles Gute geben willst und kannst. Und dass dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name ewig gepriesen werde. Frage 129. Was bedeutet das Wort Amen? Amen heißt, das ist wahr und gewiss. Denn mein Gebet ist von Gott viel gewisser erhört, als ich in meinem Herzen fühle, dass ich dies alles von ihm begehre. Soweit die Lesung aus dem Bekenntnis. Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister, manche von euch wissen, dass ich früher einige Jahre Deutschlehrer war. Und ich arbeitete an einer christlichen Schule und da wurde dann auch mit den Schülern gebetet. Am Anfang des Tages, vor dem Mittagessen, aber auch immer am Ende des Schultages, bevor alle Schüler wieder nach Hause gingen. Damals fanden wir das ziemlich normal und waren wir daran gewöhnt. Jetzt, wo wir in Österreich wohnen und unsere Kinder öffentliche Schulen besuchen, wissen wir, dass es nicht normal ist, sondern dass es ein besonderes Vorrecht war, an einer christlichen Schule zu sein. Also einige von den Jugendlichen hier sind noch an christlichen Schulen und Nathan geht wieder dorthin. Also seid euch dessen bewusst, dass es ein besonderes Vorrecht eigentlich ist. Aber also ich durfte also regelmäßig mit den Jugendlichen beten. Allerdings war es nicht immer einfach, auch die Ruhe für das Gebet zu finden. Vor allem am Ende des Tages konnte es schwierig sein, die Kinder wieder ruhig werden zu lassen. Denn sie waren natürlich aufgeregt, dass Schuh aus war und so weiter. Manchmal habe ich dann auch das Vaterunser gebetet. Und als ich dann bei den Worten angekommen war, die heute unser Text sind, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, dann fing es schon wieder an, unruhig zu werden. Diese Worte waren für die Kinder dann doch der Beginn des Endes des Gebets. Und in ihren Gedanken waren die Kinder schon wieder unterwegs nach Hause oder auf dem Fußballplatz oder im Garten. Ganz schlimm war das, wenn es der letzte Tag vor den Ferien war. Dann waren alle in Gedanken schon im Auto unterwegs nach Frankreich, Tschechien, Österreich oder Kroatien. Oder liegend am Strand oder wandelt in den Bergen oder was auch immer. Und wenn dann das Amen geklungen hatte, dann war es, als ob ein Wirbelwind durch den Raum ging und waren die Kinder ruckzuck verschwunden. Manche Leute sagen: Aber so ist das Gebet doch nicht gemeint. So sollte das doch nicht sein. Diese Worte sind doch nicht der Startschuss zur Freizeit. Nein, das denke ich auch. Aber andererseits, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich entdeckt, dass doch auch etwas Schönes an sich dran ist. Denn die Worte, denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit und die Kraft, die haben auf jeden Fall auch diese Funktion. Denn diese Worte bewegen uns von der Stelle, wo wir gerade sind,
hin zu der Ewigkeit, die Gottes Kinder mit Gott verbringen werden. Genauso wie die Kinder in der Schule während des letzten Gebets vor den Ferien schon in ihren Gedanken in dem Urlaub waren. Diese letzte Lobpreisung Gottes lenkt unsere Gedanken auf die Erfüllung des ganzen Gebets. Wir loben Gott mit diesen Worten und sagen, dass wir ihm vertrauen und die Antwort des Gebets von ihm erwarten. Denn er kann als mächtiger König und höchster Gott alles Gute geben. Letzte Woche haben wir gesehen, wie wir im Vaterunser auch betend kämpfen. Wie wir betend den geistlichen Kampf führen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und man könnte sagen, von betend kämpfen geht es hier dann rüber in anbetend kämpfen. Und diese letzten Worte sind wie ein Höhepunkt, eine Lobpreisung des mächtigen Gottes. Und damit vereinen wir uns mit den Engeln im Himmel, die vor Gottes Thron den dreieinigen Gott anbeten. In dem Bibelbuch Offenbarung werden uns verschiedene Bilder von diesen Momenten der Anbetung geschildert. Lass uns zweimal anschauen. Offenbarung 4, Vers 8. Bis 11, das ist Seite 896. Da darf Johannes, der Apostel, in den Himmel hineinschauen. Und da heißt es dann in Vers 8, und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Siehst du, wie es hier auch über die Herrlichkeit und die Macht und die Ehre geht. Wir vereinen uns mit ihnen vor dem Thron, wenn wir diese Worte beten. Und auch 5, Vers 12. Und da war eine Zahl von vielen Engeln. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Wie viel ist das? Und die Sprache mit lauter Stimme. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und das auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen, Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese 24 Ältesten repräsentieren die ganze Kirche vom Alten und Neuen Testament. Ist das nicht sehr beeindruckend, was wir hier gelesen haben? Und wenn wir also die letzten Worte des Vaterunsers beten, werden wir bis vor dem Thron Gottes versetzt. Aber sie lenken also unsere Aufmerksamkeit auch auf die Zukunft, die Gott selbst näher bringt. Wie ich schon sagte, beim Gebet am Ende des letzten Schultags vor den Ferien denken die meisten Schüler schon an den Urlaub, den sie haben werden. Sie könnten natürlich denken, boah, jetzt stecke ich immer noch in diesem elenden Klassenzimmer fest, wann kommt nun endlich mal das Ende? Wenn aber jemand tatsächlich so denken würde, würden wir das ein bisschen blöd finden. Denn normalerweise weiß man schon, dass in 5 Minuten der Urlaub anfängt. Ein Schüler muss dann nur noch diese letzten 5 Minuten überleben.
Wenn wir beten, denn dein ist das Reich, dann sehen wir, wie das Reich auch durch Jesus selbst näher gebracht wird. Im Vaterunser beten wir auch, dein Reich komme. Aber in diesen Worten sehen wir auch schon etwas von der Erfüllung davon. Dann sehen wir seine glorreiche Zukunft heraufdämmern. Und dann wissen wir, dass es nicht mehr lange dauern wird. Denn er hat gesagt, ich komme bald. Wir müssen nur noch diesen letzten Moment überleben. Vielleicht sagst du nun, ja, dieser Vergleich ist nicht ganz zutreffend, denn 5 Minuten vor den Sommerferien sind doch ganz etwas anders als die Tage und Jahre, die wir noch zu leben haben, bevor Jesus kommt. Einerseits ist das wahr, aber andererseits, was sind schon 5 Tage, 5 Wochen, 5 Monate, 5 Jahre oder vielleicht 50 Jahre, wir wissen nicht, wie lange wir leben. Die Jahre, die uns noch bleiben, oder wenn Jesus wiederkommt. Was sind diese Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Im Vergleich dazu sind es sogar weniger als die 5 Minuten am Ende des Schuljahres im Vergleich zu den 6 in Holland oder 9 Wochen Sommerferien in Österreich. Vielleicht sagst du, okay, das stimmt, aber was es auch schwierig macht, ist, dass ich es nicht sehe, dass das Reich Gottes kommt. Der Urlaub, der kommt, der ist fix geplant. Aber wie sieht es mit der Zukunft Gottes aus? Ich sehe so wenig davon. Und das Gefühl ist durchaus verständlich. Denn die Welt ist doch auch kaputt. Wir leben in einer Welt, in der eine junge Mutter an Gebärmutterhalskrebs stirbt. In der junge Mädchen verunglücken, tödlich, in der eine Tochter missbraucht wird und sich nicht traut, es jemandem zu sagen. Wir leben in einer Welt, in der sich Menschen einsam und ungehört fühlen. Wir leben in einer Welt, in der Ehen scheitern und Menschen beschädigt weiterziehen müssen. Wir leben in einer Welt, in der Menschen aufrichtig bemühen, einander zu verstehen und sich dennoch verletzen und verlieren. Und da könnte man noch unzählige weitere Beispiele geben. Wie oft hat man nicht das Gefühl, dass alles Leben durch die Finger rinnt, dass man keinen Griff hat, dass nichts klappt. Das ist die traurige und schmerzliche Realität des Lebens in dieser kaputten Welt, in der wir in Österreich immerhin noch zu den reichsten und glücklichsten Ländern der Welt gehören. Ja, wir sehen das Elend dieser gegenwärtigen Welt nur zu gut. Aber möchte ich dich dann fragen, siehst du die andere Seite auch? Siehst du auch, dass Jesu Herrschaft schon da ist? Dass dieses Reich auch ein schon kennt? Ja, viele Sachen dieses Reiches sind noch nicht in Vollendung da. Aber von vielen Dingen gibt es doch ein schon da. Noch ist es ein Reich, um das gekämpft wird und das auch bekämpft wird. Aber das Friedereich des Messias wird kommen und die Pforten des Totenreiches werden es nicht überwältigen können. Und schon da haben wir die Vergebung, die Gnade, die Erneuerung unseres Herzens und die wunderbare Verheißung. Als wir vor einigen Wochen über die Bitte, dein Reich komme, nachgedacht haben, haben wir aus 1. Korinther 15 gelesen. Ich könnte eigentlich vieles aus jener Predigt wiederholen. Nun möchte ich nochmal auf 1. Korinther 15, Vers 25 hinweisen. Da steht, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das heißt also, er herrscht jetzt schon als König. Jesus ist Herr und König. Und das ist eine gute Nachricht, jetzt schon. Und er kämpft für sein Reich. Wir haben Psalm 68 gesungen. Es wird wohl das Volkslied der Hugenotten genannt. Sie haben es gesungen, als sie im Glaubenskrieg standen. Erhebet er sich, unser Gott, seht, wie verstummt der Feinde Spott und wie sie vor ihm
fliehen. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und dieser Kampf, wir sehen ihn auch in unseren Tagen. Ich habe oft schon den Kampf, den Olaf Latzel zu führen hat, erwähnt. In dieser Zeit gibt es in den Niederlanden einen Pfarrer, der sich verantworten muss vor Gericht, weil er gesagt hat, dass die Sünden gegen Gottes Schöpfungsordnung schreien und dass wir uns davon bekehren sollten. Die Sünden gegen Gottes Schöpfungsordnung. Und da haben Homosexuelle sich angegriffen gefühlt und ihm vor Gericht geklagt. Aber Gott führt seinen Kampf. Und in der Zeitung war ein Interview mit diesem Pfarrer und er hat gesagt, ich muss eigentlich diesen Menschen danken. Denn jetzt haben alle in Holland den Brief gelesen, den ich geschrieben habe, über das mit dem Evangelium, mit dem Aufruf zur Bekehrung. Und er weiß sich getröstet. Wie auch die Hugenotten sich getröstet wussten von Psalm 68. Es war auch das Trostlied für sie, als sie verfolgt und umgebracht wurden. Er kann, er will, er wird in Not vom Tode selbst und durch den Tod uns zu dem Leben führen. Und so sind viele Gläubige auf den Scheiterhaufen gestorben. Aber mittendurch kämpft Jesus für uns. Er hat den großen Kampf geführt, indem er für uns am Kreuz starb und aus den Toten auferstand. Er fuhr zum Himmel, wo er für uns eintritt und wo er von Gott alle Macht bekommen hat. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist König und er sitzt zur Rechten Gottes. Das heißt, er hat die Ehrenstelle, aber es heißt auch, er herrscht. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und damit ist er also beschäftigt. Das ist der Kampf, der in dieser Welt geführt wird. Und es ist eine große Ermutigung zu sehen, dass es diesen Kampf gibt. Dass Jesus diese Welt nicht aufgegeben hat. Und dass auch schon so viele Siege davongetragen wurden. Wir sehen zum Beispiel in der Weltgeschichte, dass die Reiche dieser Welt nicht bleibend sind. Napoleon, Hitler, Stalin, Fidel Castro. Irgendwann ist es mit ihrer Macht und Leben getan. Das sind Beispiele aus der Weltgeschichte. Die Mächte, die Reiche dieser Welt sind nicht bleibend. Aber vielleicht kannst du auch aus deinem eigenen Leben bezeugen, wie Gott Siege gegeben hat. Wie du von einer sündigen Sucht befreit wurdest. Wie du von einer schrecklichen Krankheit geheilt wurdest. Wie du trotz vieler Gebrochenheit wieder Liebe finden durftest. Wie du trotz Trauer wieder Freude am Leben finden konntest. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und der letzte Feind, den er unter seine Füße legt, ist der Tod. Bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und dieses Biss ist nicht mehr als die 5 Minuten vor den Sommerferien. So solltest du diese Worte sehen und erleben. So solltest du das Vaterunser beten, dass du jedes Mal, wenn du dann deine Augen wieder öffnest, wirklich erwartest, dass in dem Moment das Ende gekommen ist, dass Jesus da vor dir steht und dich willkommen heißt in sein Friedenreich. Am Ende wird Jesus wiederkommen und alle Menschen werden auferstehen. Und da sagt 1. Korinther 15, Vers 28, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Dann wird es Friede sein. Dann muss Jesus nicht mehr Feinde unter seine Füße legen. Dann muss nicht mehr gekämpft werden. Dann ist seine Mission,
von Menschwerdung zur Kreuzigung, von Auferstehung zur Himmelfahrt, von sich setzen zur Rechten Gottes bis zum Moment, in dem alle Feinde unter seine Füße gelegt sind, erfüllt. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der Gott, der Vater, selbst seinen Sohn in den Mittelpunkt stellt. Seht ihn an, er ist König. Aber dann wird auch der Sohn sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Und da steht in Jesaja 11, Vers 9, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Dann wird Erde und Himmel eins. Dann werden Erde und Himmel eins werden. Dann wird alles neu werden. Und auch davon bietet das Buch Offenbarung verschiedene Bilder. Wir haben schon aus Jesaja 65 über den neuen Himmel und die neue Erde gelesen. Und Jesaja 65 ist wichtig, weil es dort auch klar wird. Dort geht das Leben irgendwie weiter, in einer verherrlichten Weise. Aber dort wird auch gepflanzt und angebaut werden. Und Gott wird immer eine herrliche Ernte geben. Und was wir dann in Offenbarung lesen, ist ein Echo davon. Es zeigt noch einmal wieder die Einheit auch der ganzen Schrift. Lass uns die zwei Bilder aus Offenbarung 21 und 22 auch lesen. Seite 905. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Siehst du, der Tod wird nicht mehr sein. Dieser Feind ist besiegt, der ist nicht mehr da. Und dann 22, Vers 1 bis 5 auch. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchtes, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann wird die Geschichte, Gottes Geschichte, erfüllt sein. Von Schöpfung zur Wiederherstellung, von einem Garten zu einer Stadt, von den schönen Flüssen im Paradies zum reinen Fluss des Wassers des Lebens mit dem Baum des Lebens. Dorthin führen uns also auch diese Worte aus dem Vater Unser. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So wie die Kinder in diesem letzten Gebet vor den Ferien ihren Gedanken bereits im Auto auf dem Weg nach Frankreich, Tschechien oder Kroatien waren. Oder am Strand liegen, in den Bergen wandern. Oder in der Kantine auf dem Campingplatz chillen. Wenn wir diese Worte beten, sehen wir uns schon aus dem Fluss des Wassers des Lebens trinken. Durch Tore aus Perlen gehen. Auf Straßen aus Gold wandeln. Mit Jesus, mit Gott selbst. Und mit all den anderen Heiligen, die Gott in seine neue Welt eingeladen hat, Gemeinschaft haben. Kannst du es schon sehen? Das kann jetzt jederzeit passieren. Bist du bereit dafür?
Auch dafür ist Jesus wichtig. Nur durch ihn können wir für die kommende Herrlichkeit bereit sein. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen soll, sondern ewiges Leben hat. Glaube an ihn, vertraue ihm, gib dein Leben in seine Hände und du kannst sicher sein, dass er für dich bittet und dass er einen Platz für dich auch vorbereitet und dass er auch für dich den Sieg errungen hat. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kurz noch zu diesem Wort. Amen. Noch einmal der Heidelberger Katechismus 129. Was bedeutet das Wort Amen? Amen heißt, es ist wahr und gewiss. Denn mein Gebet ist von Gott viel gewisser erhört, als ich in meinem Herzen fühle, dass ich dies alles von ihm bekehre. Es ist wahr und gewiss. Das erinnert an Offenbarung 21, Vers 5, wir haben es gerade gelesen. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wenn wir Amen sagen, bezeugen wir nicht, dass wir wahrhaftig und gewiss sind. Nein, wir sind immer noch beschränkte, sündige Menschen. Sondern wir bezeugen, dass Jesus Christus wahrhaftig ist. Seine Worte sind wahrhaftig und gewiss. Noch einmal 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Und das ist gerade ein Trost, wenn wir mit unserer Schwachheit zu kämpfen haben. Das Wort Amen lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die sicheren Verheißungen Gottes. Die sind fest und sicher, gewiss und wahrhaft, auch wenn unsere Gefühle schwanken. Viele Menschen machen sich das Glauben schwer, weil sie sagen, ich fühle nichts davon. Aber es geht nicht an erster Stelle ums Gefühl. Es geht um Gottes Verheißungen in Jesus Christus. Und der Katechismus sagt es dann so schön. Denn mein Gebet ist von Gott viel gewisser erhört, als ich in meinem Herzen fühle, dass ich dies alles von ihm bekehre. Ich habe erklärt in den letzten Wochen, in den vergangenen Wochen, wie radikal das Gebet des Vater Unsers ist. Oft beten wir es, ohne dass wir uns bewusst sind, was wir beten. Und oft könnte man sich fragen, will ich wirklich, was ich gebetet habe? Aber Gott erhört mein Gebet viel gewisser, als ich in meinem Herzen fühle, dass ich dies alles von ihm bekehre. Da könnte man noch eine Menge zum Thema Gebetserhörung sagen. Aber das Wichtigste ist, dass unsere Gebete im Einklang mit dem Vater Unser stehen. Dass wir so beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Dass wir so beten, dass es um sein Reich, um seinen Willen, um seinen Namen geht. Und nochmal, wie gesagt, wir fühlen nicht immer so stark, dass wir das wollen. Aber trotzdem können wir darauf vertrauen, dass unser Gebet von Gott gewiss erhört ist. Lass uns beten. Herr, wir loben und preisen deinen Namen. Wir danken dir für alles, was du uns gibst in diesem wunderschönen Gebet, das du uns gelehrt hast, Herr Jesus, dass wir so zum Vater kommen dürfen, dass wir so nah sein können, als Kinder bei ihrem Vater. Aber zugleich auch, dass wir wissen und immer wieder uns bewusst sind, dass du König bist und dass wir dir dienen sollten, dass es um dein Reich geht und nicht um unser Reich, um dein Willen und nicht um unseren Willen. Und dass dein Name geheiligt werden muss und nicht unseren. Und so beten wir, dass du selbst bewirkst, was wir gelernt haben, was wir immer wieder beten. Arbeite durch deinen Geist in uns, an uns. Und gib auch dann die Früchte,
auf diese Predigten. Stärke uns im Gebet, im Glaubensleben. Und gib, dass wir dadurch immer mehr und immer fester an deine Verheißungen halten. Du bist wahr und gewiss. Deine Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und wie gut ist es, das zu wissen in einer Welt, wo alles ungewiss ist, wo alles unsicher ist. Heuer sogar der Sommerurlaub. Aber du bist wahrhaftig und gewiss. Dein Reich kommt. Und deine Gemeinde wird bestehen. Auch gegen alles Toben der Welt. Denn die Pforte des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Wir preisen dich, unseren König, dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Halleluja. Amen.